gleicht oder zumindest sehr ähnelt, ist nicht ungewöhnlich. Wenn sich ein Design bewährt, orientieren sich alle daran. Beim Ei kein Problem, beim iPad schon, sagt Apple und geht gerichtlich gegen Mitbewerber vor, deren Produkte denen mit einem Apfel drauf zu sehr ähneln. An dem Aussehen der Samsung-Tablet-Computer 10.1 und 8.9 stört sich das Oberlandesgericht zwar nicht, doch es nennt einen anderen Grund, warum das deutschlandweite Verkaufsverbot berechtigt ist. Es heißt, Samsung habe das iPad hier nachgeahmt, um es für seine Zwecke zu nutzen, um den guten Ruf, den Prestigewert des iPads auszunutzen. Das ist nach Auffassung des Senates unlauter. Die Konkurrenz kann das Urteil nicht nachvollziehen. Wir können eine Verwechslungsgefahr in keinem Fall erkennen. Der Kunde weiß, ob er ein Galaxy Tab oder ein iPad kauft. Deswegen sind wir insofern von der Entscheidung enttäuscht. Enttäuscht dürfte aber auch Apple sein. Denn wäre das Gericht der Auffassung gewesen, dass sich die Modelle optisch zu sehr gleichen, hätte das Samsung 10.1 in ganz Europa nicht mehr verkauft werden dürfen. Auf dem Markt für Tablet-Computer versuchen die Hersteller immer wieder, sich gegenseitig Steine in den Weg zu legen. Doch neben der schicken Hülle geht's bei den Streichelcomputern auch um innere Werte. Und da unterscheiden sich die Geräte deutlich mehr als ein Ei vom anderen.